Hallo und herzlich willkommen. So, wir sind vom letzten Boss. Das Ding ist, der Boss soll nicht so schwer sein, beziehungsweise es gab schon schwerere Bosse. Aber das Problem ist, ich habe eine Level 22 Karabine. Und es sind Waffen bis 32 hier möglich, glaube ich. Aber die Stats sind halt gut. Ich weiß nicht, ob ich switchen soll. Einfach. Weiß nicht. Das könnte denn. Oh Mann. Hier liegt eine Waffe, da liegen drei Waffen. Ich weiß nicht. Ich check das mal. Ich check mal, was diese drei Waffen sind. Ich glaube, eine davon ist eine Pistole. Hoffentlich verliere ich kein Leben beim. Hier ist halt auch noch ein Challenge-Raum, wo was Cooles drin sein könnte. Lass mich mal eben schauen. Ausrüstung. Ich habe keinen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das ist. Uiuiuiuiuiui. Ist das scheiße. Liegt einfach Äther noch rum. Damit könnte ich noch einen Pott mir holen. Hier könnte ich noch jemanden vermöbeln. Das ist Harz, das brauche ich nicht. So, hier unten. Ah, das war so ein Raum. Hiermit könnte ich mich halt. Aufs Ausweichen konzentrieren. Hier, was ist das? Ach, das sind. Das sind Raketenwerfer. Ein Granatwerfer. Aber nein. Und das hier ist eine Shotgun mit fast vollem Bonusschaden. Ach du Scheiße. Also wenn, dann wird's halt der Electropylon Driver. Vergrößerte Kammer. Oh. Ach du Scheiße. Ja, das ist Quatsch. Das ist auch Quatsch. Die zwei sind Quatsch. Und das eigentlich auch. Also es hat nur vergrößerte Kammer und drei Punkte mehr. Wobei drei Punkte wahrscheinlich auch 30% sind. Ich könnte natürlich auch versuchen, hier noch einen zu vermöbeln. Wo liegt denn der? Dann nehme ich aber den Electropylon Driver. Oder? Oder heil versuche ich mich zu heilen? Ich glaube nicht. Wenn ich jetzt hier verrecke, ne? Aber hier sind recht viele von den. Moment. Von denen hier. Deswegen. Wo ist der hin? Gott. Ich
Ich hab ihn aber. Not bad. Ein Schlüssel. Und ein Blaster. Hm. Also die Waffe finde ich gar nicht so schlecht, aber... Ich könnte dann nochmal runter. Da schaue ich nochmal. Aber ich glaube, da war ich schon. Ach so. Scheiße, warum sieht der richtig saftig aus? Fuck, Mann. Oh, shit. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich habe nur einen kleinen Treffer bekommen. Dann werde ich jetzt in diesen anderen Raum mit den Truhen rein. Ne, werde ich nicht. Schade. Aber hier an der Seite... Oh. Nee, das lohnt sich nicht. Da sind... Ist das der Anfang hier? Ja, ne? Ja, okay. Ich habe einen Pott bekommen. Immerhin, das ist... echt gut. Dafür, dass ich wirklich nur minimal Schaden bekommen habe. So, ich wüsste aber gerne, wie ich hier an irgendwie eine Truhe komme. Ach. Hierfür habe ich doch den Schlüssel. Okay, das bringt mir ja nicht so viel. Das blockt ja wahrscheinlich auch keine Strahlen, ne? Das blockt wahrscheinlich wirklich nur Projektile. Oh Mann, ey. Das ist schon nicht schlecht. Dann kriege ich noch Lifesteals. Ich glaube, das ist ganz gut. Moment. Kannst du auch einfach anschmeißen gleich und dann auf dem Rückweg merken wir uns das. Dreadbound, ich will keine Dreadbound. Hier ist noch ein Nebenraum. Wie komme ich dorthin? Ein unbesuchter Nebenraum. Etage
drunter? Es tauchen keine Gegner auf. Okay. Der Boss ist halt auch wirklich hart, Mann. Ich check das Portal nochmal ab. Ich glaube, ich clear ein Tor. Das hier bringt mir nichts mehr. Gibt's hier eins, was teuer ist? 5, okay, das ist schon mal gut. Auch 5. Ja, das kann ich schon mal nicht mehr wieder öffnen. Das ist blöd. Öffnen wir das. Oder den. Der sieht mir besser aus. Komm schon. Obolithsauger. Scheiße. Na gut, jetzt habe ich wirklich alles ausgegeben. Hätte ich das mal vorher gefunden, Mann. Dann hätte ich die bessere Truhe öffnen können. Scheiße, Mann. Fuck, Mann. Ja, dann... Soll ich mich trauen, hier so ein oh Gott. Noch ein hier. Ach nee, das ist es ja gar nicht. Damit könnte ich nochmal 5 Ether mehr. Ach nee, es kostet 300. Fuck. Ja. Silphium-Fiole. Das passt schon. Das passt schon. Oh. Ich hab den Pylon. Yeah. Okay. Schwierige Sache. Im Pylon. Ja, komm. Der Bonusschaden wird's schon regeln. Hoffentlich. Oh shit, Mann.
So, Konzentration. Es steht viel auf dem Spiel. Und ich könnte wahrscheinlich sofort sterben. Ich mache den ja zum ersten Mal. Ich kenne die Angriffsmuster nicht. Okay, Konzentration. Schwarze Schuld. Wächter des Hades. Kommt der weiße Schatten von dir? Aber das war ja super easy, die erste Phase. Oh. Einen Hit bekommen. Was ist das denn? Was ist das für ein Endboss? Mich verarschen? Oh. Das war der zweite Hit. Und down. Wow, was bereite ich mich denn hier vor? Das war eine Sache von einer Minute. Es geht ab. GG. Hier ist sogar noch ein Health Pickup. Gönnen wir uns das einfach mal. Oh, das hält ja gar nichts. Also eigentlich droppt der Heals in jeder Phase, aber anscheinend nicht. Hier ist ein Data Cube Dingens. Ich denke mal, ich muss hier reinspringen. Oder fallen. Ich muss jetzt dorthin. So wie du. Hier zu sein. Der Unfall. Deshalb gehöre ich hier. Der Punkt meiner ewigen Wiederkehr. Okay. Ja, wer sich die Story mal... Oh, hier ist das Auto, was im Wasser liegt. Es gab ja damals einen Unfall. Wobei ich glaube, alle überlebt haben. Nee, gar nicht. Oder doch? Doch! Der... Ich glaube, Celine hat den Wagen gefahren. Die Mutter ist dabei... glaube ich, eine Wirbelverletzung bekommen. Gelähmt, so. Rollstuhl. Und ich glaube, der Bruder... Er musste zurückgelassen werden. Die Mutter hat sich entschieden und hat dann Celine mitgenommen. Und so oder so ähnlich auf, so basiert die Geschichte des Spiels. Diese ganze Welt ist...
Oh shit. Ist basierend auf ihrem Verstand, den Schuldgefühlen. Es gibt ja extra einen Begriff, glaube ich, dafür, für das Syndrom. Das Überlebenden-Syndrom oder so. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Und sie ist halt hier drin gefangen. Und spielt das immer und immer wieder durch. Hat dann viel mit griechischer Mythologie zu tun. Merkt man den Namen. Selene heißt, glaube ich, Mond. Helios ist die Sonne. Und Helios ist beschädigt. Also der Bruder hieß Helios und unser Raumschiff heißt Helios. Und die Sonne musste dem Mond weichen. Mama, siehst du den weißen Schatten? Das ist der weiße Schatten. Er war einfach irgendwie ein Astronaut auf der Straße anscheinend. Hat sie wohl ein bisschen gepennt. Sind von der Straße abgekommen, aber Selene ist noch ganz schön jung. Ist der Bruder dann im Bauch? Ist die Mutter schwanger? Nee, ne? Doch beide sind physisch im Auto. Oder war das Selene? Die Fahrerin. Mutter und Tochter sehen sich ja fast gleich aus. Ich glaube, die Haarfarbe ist anders und die Augenfarbe. Selene hat Heterochromatie. Aber ich glaube, durch einen Log erfährt man, dass es durch das Trauma entstanden ist. Dass sie nicht schon immer die Augenfarbe hat. Aber hier sind die Credits. Ja. Hiernach gibt es so eine Art New Game Plus. Ja, eine Art New Game Plus, wo man jetzt alle 6 Biome besuchen kann. Dann kann man noch die Sun irgendwas Fragments, Sunface Fragments noch sammeln, glaube ich. Und dann kriegt man noch das Secret Ending, was ich wahrscheinlich noch machen werde. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Also es geht, glaube ich. Braucht man 1-2 Stunden und dann kriegt man noch eine Haus-Zwischensequenz. Die letzte, die 6. oder 5. 5. 5. oder 6. Die letzte halt. Und dann erfährt man noch ein bisschen mehr. Wer sich für die Story interessiert, sollte mal so ein bisschen rumlesen. Es ist super interessant. Und auch super deep. Auch teilweise. Aber der Großteil basiert halt auf Theorien.
Und ja, wenn man sich mehrere durchliest und das so ein bisschen zusammenpuzzelt, dann ergibt es aber schon ein Bild. Und das Kabel ist wichtig, dass es zusammen bleibt. Steck die mal dran und gucken, ob es locker ist. Okay. Ja. Ich. Oh, Text scrollen. Oh, nice. Danke, dass sie das eingeführt haben. Ja, sorry für die Leute, die hier in den Credits genannt wurden, dass ich hier nur so durchskippe. Ich will wissen, was danach kommt. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde jetzt gebraucht, um mich einmal aufzupumpen und dann zum Boss. Aber der Boss ging ja sofort kaputt mit dem Electro Pylon Driver. Ich musste ja nicht mal richtig zielen und ich wurde dreimal erwischt während des Kampfs und habe kaum Leben verloren. Ich war immer noch über 100%. Ich war ja bei, ich glaube, 140% so ungefähr. Habe ich ein Heal mitgenommen? Ich glaube, ich habe ein Heal mitgenommen. Müsste ich so 160 sein haben. Und ich war dann am Ende vielleicht 120%. Ich hatte auch 25% Schutz. Also 5. Oh. Psst. Ich brachte Zerstörung hervor. Ich bin Zerstörung. Erinnerungen reichen nicht, um den Zyklus zu durchbrechen. Okay. Also wir haben das. Wir haben die Challenge und jetzt haben wir neu den Frachtraum. Okay, es hat irgendwie einen neuen Zyklus angefangen. Und ich bin... What? Resettet das jedes Mal einfach ein Run oder was macht das? Ah! Es switcht mich zwischen Biom 1, 2, 3 und 4, 5, 6. Interessant. Interessant. Leider bin ich jetzt... Okay. Ja, dann werde ich in 1, 2, 3 ein bisschen rumwandern. Ja, Hammer Spiel. Also... Das beste Spiel des Jahres, wahrscheinlich. Es kommt ja nicht mehr so viel. Es kam im letzten Jahr raus. Ich habe es in diesem Jahr jetzt gespielt, aber... letztes Jahr war auch nicht so viel, ne? Dieses Jahr, was... Ratchet & Clank kam dieses Jahr. Das hole ich ja noch nach. Anfang des Jahres, glaube ich. Monster Hunter Rise, Diablo 2 Resurrection. Oh, zwei Scout Logs. Scout Logbuch, Atropos. Helios ist beschädigt. Es ist hoffnungslos. Ich wollte seine Systeme mit denen der Empfindungsfähigen fusionieren. Vielleicht hätten ihn die Maschinen repariert. Nicht einmal die schlauesten Köpfe auf dem Mutterschiff haben es begriffen. Ich kann ihn nicht retten. Er wird sterben. Und ich bleibe allein.
Also, wenn man Helios als Metapher sieht für den Sohn bzw. den Bruder, dann hat dieser Scoutlog ja schon Sinn gemacht. Ein Moment des Zögerns. Er ist fort. Und ich bin auch da. Habe ich den ersten Absturz überhaupt überlebt? Was für ein furchtbares Dasein. Ich drehe mich um und sehe die Vordertür. Sie war zu, bevor ich bemerkte, dass ich sie verschlossen hatte. Mutter, ich bin zu Hause. Krass. So, dann schlendern wir mal hier im Biom 1 noch kurz rum. Holen wir uns eine coole Waffe. Wir starten hier ja wieder bei 0. Waffe. Hier können wir auch die Waffen endlich freispielen. Hier gibt es auch noch eine Waffe zu finden. Ich glaube, es fehlen mir noch 2 oder 3. Recht viel. Also hier, die bestraft es schon, wenn man daneben haut. Schon hart. Schlüssel. So, jetzt kann ich auch alles Mögliche entdecken. Ich kann ins Wasser rein, ich kann das hier geht, glaube ich, direkt in Biom 2. Ja. Da möchte ich noch nicht hin. Wenn überhaupt. Das Ding ist, man kann sich hier relativ krass ausrüsten, aber dann ist das halt so. Richtig behindert, die Waffe. Ah! Ah! Ach du Scheiße. So, ich müsste ja eigentlich überall hinkommen, außer da wo. Außer überall, wo rote Lava ist. Das habe ich noch nicht freigeschaltet, das müsste man noch checken, wo man es freischaltet. Es gibt hier aber einen Raum, den man nur mit.
immer nur mit Dings erreicht. Was ist denn hier? Ah. Habe ich überhaupt irgendwas zum Verlieren? Ist okay. Gibt Schlimmeres. Moment, das Obolith-Ding habe ich noch nicht ganz ausgebaut. Dann baue ich das lieber auf. Ich krieg damit richtig viel, ey. Das Obolith sammeln ist nicht schlecht. Ich krieg halt hier nur niedrig gelevelten Kram. Shit. Ja, das war aber auch hart gespielt. Aber im Prinzip ist das jetzt so das Endgame. Ich versuche hier so Sachen freizustellen nach und nach. Waffen. Oh shit. Waffen-Upgrades und so ein Kram. Und dann halt, Ach, ich war noch voll gewöhnt an
die niedrige Erdanziehungskraft vom Wasser, vom Biom 6. Das hier konnte ich nämlich zum Beispiel ja früher nicht erreichen. Hier kriege ich direkt ein Item, neues. Wahrscheinlich, nee, ist ein Data Cube. Dann müsste ich ja eigentlich den Boss machen. In diesem... Ich glaube, Frike ist hier noch der leichtere. Oh. Ja, ich habe bisher alle Räume abgegrast. Finde ich gar nicht so schlimm, aber...
Ich finde hier echt nur Dreck. Dreadbound mit dem Obolith-Magneten, okay. Dafür muss ich richtig nah an die Gegner. Yo. Thank you.
Oh, shit. Das ist übel. Gegner. Okay. Oh, Karte ist defekt. Dann suchen wir mal schnell die 20 Gegner. Da wäre schon welche. Einer tot. In diesem Raum sind einfach schon 12 Gegner. Wie darf man? Das ist richtig gut. Ist okay. Leichte Verwendung, was heißt das? Ah, okay. Oh, shit, ich krieg Schaden durch Überladung. Was wird das denn? Das ist natürlich nicht so geil mit der Waffe. Dann lieber den Hollow Seeker. Größtes Magazin. Nein. Fuck. Oh, ich bin im Shopraum und hier ist ein Scout-Lock. Erstickende Erinnerung. Hausschlüssel von Reue zerrostet. Ich stecke ihn ins Schloss und drehe. Die Tür geht auf.
Habe ich diesen Raum schon mal gefunden? Kommt mir so unbekannt vor. Artefaktraum. Das ist nicht schlecht. So, Leute. Ist ja ein großer. Schlüssel? Die Waffe kacke. Also wenn man es kann, ist sie super krass, aber hier müsste der sein, naja.
Ach, hier bin ich wieder. Nice. So, hier ist noch der Geheimraum. Und solange man hier auf die Füße schießt. Guck mal, wie schnell das wird. Und hier immer langsamer. Also, wenn ich direkt vor einem stehe, dann. Was ist das denn? Komm, komm, komm. Ich bin noch auf der Suche nach dem einen Raum. Oh, da ist noch ein Scoutlock. Das ist ja richtig interessant. Verstecktes Feuer. Rissige Triptych schon. Ich hefte ein Sonnengesichtfragment. Sonnengesichtfragment. Entfache die Sonne neu. Ja, Sonnenfragmente. Helios, wie gesagt. Schon bin ich im Shop-Gebiet. Ich mir fehlen 17. Ein Astronaut liegt hier, der kostet 267. Brauche ich dann noch dazu. Uiuiui. Oder wenn ich eine gute Waffe finde. Oh shit. Weil wenn die Typen ganz nah sind, sind die sofort Schrott. Thank you.
Oh, mit Netz. Ach du Sch... Jackpot. Leute, Jackpot. Nutzen wir das direkt. Viole bekommen? Krass. Oh shit. Hier geht es zum Signal des weißen Schattens in der Zitadelle. Mit dieser Technologie kann ich es erreichen. Cool, ey. Kann ich endlich hier hin? Whoop. Whoop. Ah, das Tor geht auf. Oh. Ein Portal? Ich bin im Biom 5? 4? What? What? Aber ich denke mal, das verschließt sich hier hin. Ich kann nicht wieder zurück. Ich bin in der Wüste. Ich bin im Biom 5. 4. Oder was ist das hier nochmal? Ne, 3? 3, 3, 3, 3, 3. Ja, es ist. Was mache ich denn hier? Ich wollte eigentlich Frike erledigen und dann den Datenwürfel abgeben. Fuck. Oh. Nicht ganz geklappt. Thank you.
Okay, hier ist immer noch so ein Teleporter um die Ecke. Was will ich denn damit? Der Waffe, hier bin ich. Stagger die aber. Ich bemerke, dass ich fast verreckt bin. Steigerung und abgehärtet. So, wenn ich hier sterbe, dann ist es halt so. Sieht aber so aus, als würde er sofort spawnen. Easy. Schlüssel brauche ich eigentlich. Deswegen behalte ich es einfach mal.
ist die große Brücke zum Boss schon. Oh shit. Na gut, das war's. Ja. Das war's mit Returnal. Ich werde jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es offscreen mache. Die Sun Dial Fragments sammeln. Aber das. Moment. Das Item möchte ich noch gerne wissen. Aber die Endsequenz werde ich euch natürlich zeigen. Das ist natürlich blöd, wenn ich nicht so viel Ether habe. Aber nun gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war der vorerst letzte Part. Es kommt wahrscheinlich irgendwann noch einer, wenn ich die anderen Fragmente gefunden habe, aber ja, mal schauen. Ja, ich werde mich wahrscheinlich dann jetzt ja, Bloodborne habe ich gerade nicht so Bock zu. Das ist schon hart genug hier gewesen. Eigentlich ist Bloodborne ja dann eher easy. Wobei, wenn man es hier verstanden hat und alles ineinander greift, so, dann ist es auch nicht so schwer, die Bosse. Ja, die könnte ich jetzt auch alle nochmal so wegknallen. Mit den stärkeren Waffen ist es sowieso so easy. Ich wusste nicht, dass der Pylon Driver so stark ist. Damit ging der Endboss ja direkt down. Ja. Na gut. Ein paar Items. Dann offscreen sammeln, ein paar Waffen aufwerten und dann sehen wir uns irgendwann wieder im finalen Part. Bis dann.